Ladies and Gentlemen, willkommen zurück zu einer weiteren Folge von Let's Play Minecraft Tech World 2. So, ich nehme mich erstmal ganz schnell knacken, damit wir auch hier bei hellen Tag arbeiten. Und ich würde sagen, ich habe jetzt hier die beiden Pulsating Chipsets noch. Und oh nee, Netzerwasen sind auch fertig, einmal ein bisschen nachwachsen lassen. So, haben wir ein paar Vorrat. Die setze ich jetzt, glaube ich, mal gerade ganz schnell einen Platz runter. Sieht schon besser aus. So, und die Musik kommt mir wieder ein bisschen sehr laut vor. Ach nee, Entschuldigung, ich habe bei mir was lauter gemacht letztens. Mal bei mir halt am Headset ein bisschen leiser und das sieht schon besser aus, ja. So gefällt mir das. So, ich kann wieder plappern wie ein Plappermaul. Ich habe ein bisschen neue Motivation geschöpft, sage ich auch später, wie, wo und was sowieso und bla und Gedönse und so weiter. So, auf jeden Fall will ich jetzt erstmal hier den Genetics Prozessor fertig machen. Hi. Ich krieg gleich einen Schreikrampf, ne? Bitte sag mir, wir haben unten schon wieder ein Dia. Bitte, bitte, nein, bitte, 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 bitte. Schreikrampf. Oh Gott, das darf doch nicht wahr sein. Wieso passiert mir sowas eigentlich immer, wenn ich aufnehmen möchte? Ah, verdammte Müllsack. Was ist hier? Okay. Dann machen wir das mal anders. Wir haben ja noch den Glider. Ja, das machen wir jetzt mal gerade so. Wir haben ja noch zum Glück ein Loch und da doch gesagt. Da schauen wir mal, ob wir hier unten irgendwas noch übersehen haben. Oder oh. Das sieht auf den ersten Blick nicht so aus, aber ein bisschen Dark Iron auch können wir jetzt mal mitnehmen. Vielleicht machen wir da noch was mit Factorization. Wir sagen eigentlich nochmal gemacht. Nö. Ja. Jetzt habe ich ein Problem. Boah, ich hab grad schon. Ja, das ist jetzt echt ein bisschen sehr doof. Dann muss ich mich echt mal gerade hier ein bisschen hochdecken. Das ist jetzt echt natürlich sehr schlau gelaufen. Und das haben wir jetzt noch ein bisschen gezeigt, was wir auf jeden Fall noch brauchen. Und ihr könnt euch jetzt mal drauf freuen. Ich habe schon öfters gehört, dass, oder gesagt, gelesen, dass ihr unbedingt mal haben wollt. Und ja, ist ja gut. Ich mache jetzt heute endlich mal ein Jetpack. Haben wir hier ein Dia? Sind wir auf der richtigen Höhe? Nee, wir sind viel zu hoch. Ich bitte auch schon mal zu entschuldigen, wenn ich teilweise ein bisschen heiser klingen sollte. Ich habe mich ein bisschen erkältet. Aber sollte eigentlich so, naja, nicht wirklich ein Problem sein. Dann hoffe ich. Boah, alter Verwalter. Ey, ich mache da aber richtig riskant, ne? So, dann machen wir das jetzt mal anders. Wofür haben wir es Silk Touch? Jetzt decken wir uns hier erneut hoch.
Jetzt hoffe ich mal, reicht das an Blöcken. Wir haben hier noch, ja, die Conduits, die werde ich auf jeden Fall hoch Stecken benutzen. Das wird knapp. Ja, nein, das wird nicht reichen. Nein! Dann graben wir uns einfach nochmal gerade ein bisschen hoch. Alles kein Problem. Ich meine, wir sind ja Profis. Wir sind ja vorbereitet, ne? Freiheit! Und dann werde ich nicht immer noch auf diese tolle Idee kommen. Brauchen wir die Mining Tools? Komm, wir nehmen die einfach mal mit. Kein Kommentar. Einfach kein Kommentar. Na gut, auf jeden Fall. Wir machen uns dann jetzt doch endlich mal ein Jetpack. Hat mir ja gerade gezeigt, okay, ich brauche eins. Ja, Vitori, danke für den Tipp. Ist vielleicht jetzt ein einer? Komm schon, jetzt nur ein einziger. Ein Dir, bitte, ein Dir. Nee, nicht wirklich. Na gut. Schmeißen wir nochmal ein paar Erzen drüben rein. Da müsste ich ja, glaube ich, eigentlich auch mal wieder langsam anfangen, weiter zu arbeiten. Ich muss ganz ehrlich sagen, ich lag so ein bisschen auf der faulen Haut. Doof, 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 doof. Och, es geht eigentlich. Kommt, dann verfacht mir jetzt gleich mal kurz die Erze da rein. Das ist ja nicht mehr wirklich viel. Und dann machen wir uns mal ein Jetpack. Ja, ein Jetpack. Das ist der. Mir fällt kein blöder Spruch ein. Okay. Mann, das ärgert mich jetzt echt wieder. Mich ärgert aber heute alles, ne? Ey, der ist nie zufrieden, der Junge. Ja, ja, ja. Ich will doch nur. Und ich wehe. Und wehe. Ich warne euch. Wehe, ich sehe einen verdammten Kommentar. Du darfst aber nicht. Dann habt ihr ein kleines Problem mit dem Namen Dosch. Ja, die Biene können wir auch mal grinden. Zumal eine Biene. Ja. Ich glaube, wir können irgendwann noch mit uns eine zweite Grindanlage machen. Wenn ich mein Neffe mir vielleicht irgendwie so ein kleines Setup hier aufschreiben könnte, wie ich die mal ein bisschen verschönern könnte. Generell, okay, nicht verschönern, sondern verbessern. Aber na gut. Kommen wir dann zum Jetpack gedruckterweise. Das Jetpack. Gibt es verschiedene Versionen. Wir können uns hier ein Tuberous Jetpack machen. Hat eine Ladung von 1211, verbraucht 4511 pro Tick. It doesn't seem to be able to start. Maybe if you try long enough. Note, flying potatoes is a deadly practice. Übersetzt, ihr fliegt und es könnte kaboom machen. In 90% der Fälle, wie ich es erlebt habe. Gut. Dann gibt es das Leadstone Jetpack, das Hardened, das Redstone und das Resonant. Die kann man halt nochmal aufrüsten. Dann gibt es dann noch das normale Electric Jetpack von Industrial Craft. Das Betriebene mit Fuel. Ein Bedrock Jetpack. Brauchen wir eine Bedrock Chestplate? Haben wir nicht. Und ein Ethanol Jetpack. Haben wir auch nicht. Kommt da nicht so wirklich viel. Also wollte ich mir ein Armor Jetpack machen. Was brauchen wir dafür? Wir brauchen Leather Strap. Das heißt, wir brauchen 4 Leather. Schmeißen wir mal schnell in den Ofen. Oh. Mal schön 27 Zertus Quartz, so gefällt mir das. Ja, so machbar. So mag der Fadi das. Was brauchen wir noch? Wir brauchen einen Redstone Flux Capacitor, das heißt, wir brauchen Hardenet und einen Leadstone. Ne? Wer kennt das Hardenet? Ich glaube, das frage ich auch in jeder zweiten Folge.
Aber wer kennt das Harde nicht? Oh Gott, ich habe heute wieder so einen in der Waffel. Das ist unglaublich. Gut, dann... Ach ja, wir haben ja noch einen. Brauchen wir davon einen? Ich glaube, das... Das Barrel, das nehme ich jetzt mal mit. Ich stelle mir das mal so hier oben drauf. Das ist, glaube ich, besser. Doof, doof. Das heißt, wir haben einen Leadstone. Wir brauchen aber noch einen... Jetzt haben wir keinen Inver mehr. Wollt ihr mich... Ach, heute sind alle schön wieder gegen mich. Es könnte sein, dass ich gleich mal kurz auf einen anderen Bildschirm wechsle. Ich habe da noch, habe aber Inver gefunden. Ich habe auf jeden Fall noch ein Gespräch mit dem Street gestartet. Da wollte ich nochmal mit mir reden. Könnte sein, dass ich zwischendurch mal ganz kurz darüber wechsle. Aber das werde ich dann versuchen, so schnell wie möglich zu, ja, ich sag mal verschieben. So, den Redstone Flux Capacitor hätten wir. Was brauchen wir noch? Wir brauchen Redstone Thruster. Das heißt, wir brauchen Reactant, Dynamos, das heißt, wir brauchen zwei Stöhr. Wir brauchen noch Redstone. Energy Conduits, das sollte eigentlich alles kein Problem werden. Was haben wir eigentlich noch? Gar nichts, okay. Okay, alles klar. Wir brauchen zwei Redstone Reception Coils. Haben wir. Wir brauchen für die Reactant Dynamos brauchen wir vier Transmission Coils. Haben wir. Und dazu können wir die machen. Jawohl. Jetzt fehlen uns aber die. 1, 2 und jetzt sollten wir schon mal die Reactant Dynamos. Moment. Habe ich jetzt nur 2 gemacht? Bin ich. Ja, ich war schon richtig. Nein, ich will nicht die. Ich will die Tinkers Alloy. So. Mach mal das fertig. 4 Reactant. Sehr schön. Dann bräuchten wir Invergears. 1, 2, die hätten wir. Wir bräuchten noch ein bisschen. Ah, machen wir mal ein halbes Deck. Wir brauchen nämlich noch ein bisschen was von dem geilen Zeug namens Elektrum. Knack ich in der Zeit mal. Na, da schon geschrieben. Nö. Okay. Oh, 13 Minuten geht noch klar. Haben wir noch einen? Nö. Dann, ja, EAW, das wollte ich so schreiben. Nehmen wir mal den Pulverizer und Pulverizer schon mal ein bisschen Obsidian. Okay, wir brauchen die Servos haben wir eigentlich. Es fehlt wirklich nur noch die Dynamos und das Thruster. Ich bin gerade am überlegen. Nee. Das machen wir irgendwann anders. Ich mache da jetzt einfach mal ein bisschen was auf Vorrat. Wir haben es ja momentan. Also Obsidian haben wir echt momentan. Das reicht auf jeden Fall schon mal für die Redstone Energy Conduits. So, dann heißt jetzt einmal 1-2. Und dann sollten wir jetzt den hier machen können. Und wir haben einen Redstone Jetpack. So. Wie kriegen wir das aufgefüllt? Wir haben doch noch eine Energiezelle, oder? Ja, die hilft uns aber nicht weiter. Warte, ich das mal mache. Was ist der hier? Hier noch ein Harder nicht dran?
Und wir bräuchten noch eine weitere Maschine von in wenig Industrial Craft von Thermal Expansion, und zwar den Energetic Infuser. Okay, der ist so ganz müdig, aber okay, schaffen wir. Wir brauchen einen Redstone Block. Den haben wir. Wir brauchen zwei von denen. Eins davon. Eins davon. Wow, die Maschine ist schon fertig. Das ging jetzt echt berauschend schnell, muss ich sagen. So, Energetic Infuser ist ready. Der lädt sich gerade ordentlich auf. Da Jetpack können wir dann einmal da rein knacken. Das lädt sich gerade mal schön auf, das dauert einen Moment. Ja komm, das reicht erstmal. Auf jeden Fall. So, wenn wir das jetzt anhaben, hier oben links sieht man jetzt Energy Low. 7%, okay. Jetzt haben wir den Hover Mode aktiviert. Okay, klappt immer noch nicht. And this is the jetpack is enabled. Das war echt noch aus dem Idee. Also ich mag generell den Hover Mode bei dem Jetpack. Oh, die Bäume sind schon gewachsen. Ja, das sieht schon nicht schlecht aus. Auf jeden Fall. Jetpack, so. Das ist cool, muss ich sagen. Auch relativ agil, bloß unser Problem ist jetzt gerade, wir haben keine Rüstung. Das wollte ich jetzt aber ändern, indem wir uns noch einen am Jetpack ein... Nein. Das war knapp. Damit gerade auf einem anderen Bildschirm bin ich aus Versehen auf ein Video gegangen. Und das wollte ich ja jetzt nicht so wirklich, also ich will jetzt hier keine Fremdwerbung in meinen Videos machen, also nee, so weit kommt es noch. Auf jeden Fall, wir brauchen ein Inver Armor Plating, und das machen wir jetzt auch mal schnell. Dafür brauchen wir ein Iron Armor Plating. Haben wir. Daraus machen wir ein Tinker's Alloy. Da nehmen wir einfach Bronze, da stand 10 Stück reichen. Sehr schön. Und dann brauchen wir das nochmal mit Inver. Ich kann es einfach nicht so gut machen. Drei. Dann sollte das jetzt auch schon klappen. Bronze und Iron Plating. Ah, sieht doch schon schön aus. Die Hälfte ist schon geladen. Nicht so hummel. Das und das. Und wir haben die Inver Armor Plating. Machen nochmal ein bisschen Hardened Glass. Das Jetpack nehme ich jetzt sogar so raus. Und wenn wir jetzt. Jawoll, ist dran. Wenn wir das jetzt anziehen, haben wir wieder eine Panzerung. Schaut mal hier unten, ihr seht das gerade. Ja, kann man auch da ziemlich gut sehen. Aber du darfst noch weiter aufladen. Du kommst dann erstmal weg. War eine schöne Zeit mit dir. Mit dem Magmatic Dynamos müssen wir eigentlich auch noch was machen. So, ich schaue jetzt mal ganz schnell, ob unten mittlerweile ein Deer angekommen ist. Ich will es hoffen. Komm schon, bitte. Das Universum liebt mich. Ach, verdammt. Wie sieht das hier aus? Hier können nicht zufälligerweise Dias droppen, oder? Wäre auch zu schön. Alter, 2800 Enderperlen. Mache ich sortiere auch noch hier die Pfeile ein. Und das dann glaube ich irgendwann mal alles rauspumpen. Das ist glaube ich am besten.
Mal kurz auf dies. Hier müssen wir auch nochmal was machen. Das habe ich gerade extra so gemacht. Ah, da fehlt mir viel. Gut, das Miet müssen wir eigentlich auch irgendwann mal verarbeiten. Gut, wenn da jetzt der nächste Mal... Die ist aber voll. Wenn wir da mal einen kompletten Bucket voll haben, würde ich mal sagen, setzen wir uns auch mal in das nächste ran. Und ich will diesen verdammten einen Diamanten noch. Mann, das wurmt mich jetzt. Merkt ihr zum Glück nicht, ne? Überhaupt nicht. Aber na gut, ich würde sagen, das war's dann für diese Folge. Wenn euch diese Folge gefallen hat, trotz fehlenden Diamanten, schreibt eine... Ich wollte gerade gesagt haben, wenn euch diese Folge gefallen hat, schreibt eine Folge in die Kommentare. Schreibt mir was in die Kommentare, wollte ich sagen. Anmerkung, Kritik, wirklich alles da rein. Und ich würde sagen, wir sehen uns beim nächsten Mal, wenn es wieder heißt Let's Play Minecraft Tech World 2. Bis dahin, tschüss. No?